Ja, was ist wichtig? Es sind eigentlich ganz viele verschiedene Faktoren, die da wichtig sind. Das Allerwichtigste ist aber eigentlich, dass die Kinder wissen, dass sie die Situation gut bewältigen können. Ja, also dass sie von ihren Eltern gespiegelt bekommen, dass sie von den Erziehern gespiegelt bekommen, dass sie auch von allen anderen gut gespiegelt bekommen. Hey, du bist jetzt soweit, du kannst gut jetzt in die Schule kommen und da wird überhaupt kein Problem sein, du wirst das gut bewältigen können. Sicherlich gibt es da schon auch Ängste, die die Kinder haben, aber die sind gar nicht so sehr diejenigen, die die Eltern vielleicht auch haben. Ist mein Kind reif, bereit? Man hört ja immer Schulreife und Schulfähigkeit. Sondern das sind eigentlich so die ganz banalen Dinge. Wer kommt mit mir in die Klasse? Was werde ich für eine Lehrerin haben? Wo sind die Toiletten? Ja, ganz wichtig irgendwie. Einfach diese ganz basalen Dinge. Neben wem werde ich sitzen, ist eine ganz gute Frage. Wie ist mein Schulweg? Wie ist es, wenn es klingelt? Muss ich dann schon rein? Muss ich unten warten? Also diese ganz normalen organisatorischen Dinge, die auf die Kinder dazukommen, die haben einen ganz großen Stellenwert. Und das vergessen wir Erwachsenen oft, dass das irgendwie wichtig ist. Klar ist das nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Also wir sprechen in der Transitionsforschung ja von horizontalen und vertikalen Transitionen und so dieser Übergang in die OGS zwischen den beiden Institutionen im Tagesablauf wäre dann irgendwie eine horizontale Transition, das heißt in einem System bleibend. Und für die Kinder ist das oft auch nochmal wie so eine Erholungsphase dann auch, weil es die Struktur in der OGS manchmal sehr dem ähnlich, was sie im Kindergarten auch schon erfahren haben. Und sie werden in den meisten OGS auch sehr nah abgeholt. Also die werden in der Klasse abgeholt und werden darüber gebracht, sodass sie eigentlich keinen starken Bruch erleben, sondern dass es einfach in der Kontinuität des Schultages einfach mit integriert wird. Es kommt darauf an, wie Kindergarten und Schule aufgestellt sind. Ja, also es gibt viele Kindergärten, die bereiten gerade im letzten Jahr schon sehr stark irgendwie auf die Schulform auch vor und sind dann sehr stringent in ihrer Vorgehensweise. Und manche Schulen sind auch dann eher wieder in ihrem formalen Statement irgendwie nochmal stärker. Im Grunde ist der Unterschied zwischen Kindergarten und Grundschule einmal die Veränderung der Lernform vom informellen zum formellen Lernen. Die Unterschiede sind aber vor allen Dingen auch stärker für die Eltern zu spüren, weil die Eltern im Sinne neuesten Transitionsmodelle auch eine Transition erleben und dann ihre Rolle als Eltern auch nochmal neu finden müssen. Und die ist ganz anders in der Schule als noch im Kindergarten, in der sie noch mehr Bestimmungsrechte auch hatten. Genau, das sind zwei Dinge, die Eltern begleitet werden müssen. Einmal, wie Sie es richtig sagen, also die Eltern selbst müssen mit begleitet werden. Also wir sprechen da vom co-konstruktiven Prozess, der Eltern mit einbezieht, der Eltern informiert. Denken Sie daran, jetzt ist ein Zeitpunkt, irgendwie in die Schule kennenzulernen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo Sie sich da informieren können. Das heißt, die Eltern brauchen eine sehr große Transparenz. Und sie müssen auch das Gefühl haben, dass sie selbst mit involviert werden in den Prozess. Und wenn die Eltern eine Sicherheit erlangen und sagen, okay, ne, die alle denken, oh Gott, die Schule, jetzt der Ernst des Lebens und jetzt hört alles auf, der ganze Spaß und so. Wenn die Eltern aber das Gefühl haben, es wird alles in Ordnung sein, der Übergang wird gut geschehen, dann überträgt sich das auch auf die Kinder. Ja? Wir kennen das aus der Psychologie, die Gatekeeper-Funktion, dass Eltern, andere Kinder, Schulärzte und so weiter eine ganz entscheidende Funktion haben, die sich auf das Befinden des Kindes auswirkt. Und wenn dem Kind gespiegelt wird, es läuft alles gut, dann haben die Kinder auch selbst das Selbstbewusstsein, das Selbstkonzept, dass es auch gut laufen wird. Und so können die Eltern die Kinder gut vorbereiten. Einmal eben dieses Selbstbewusstsein stärken und natürlich kann man auch im Alltag einfach auch viele schulnahe Kompetenzen einfach auch fördern. Und wenn wir dann immer hören, Literacy und mathematische Grundbildung im Kindergarten und zu Hause, dann müssen wir dann nicht denken an die Schultafeln und an die Übungsblöcke, die es ja gibt, aber die dann nicht gemacht werden müssen, sondern eher an das Integrieren im Alltag. Ja? Man singt ein Lied, allein das ist eine große Förderung. Oder man liest vor und dann hängt das auch davon ab, wie ich vorlese. Lese ich einfach ein Buch vor, damit ich es jetzt schnell vorgelesen habe? Oder kann ich ein Buch vorlesen, in dem ich Dinge betone, in dem ich nochmal Erklärungen dazu gebe, in dem ich nochmal einfühlsam nachfrage, was meinst du denn, wie fühlt sich die Person und so weiter. So kann ich die Kompetenzen des Kindes stärken, einfach mit der Sprache, mit Buchstaben, mit Emotionen. Also da ist ein Gesamtpaket, in dem ich im Alltag auch fördern kann, ne? Oder eben andere mathematische Dinge auch im Alltag beim Kuchenbacken erlerne. Es muss nicht immer so dieses Formelle sein. Die Eltern
denken oft, sie haben, oh Gott, ich muss das Kind jetzt ganz stark fördern. Das ist gar nicht notwendig, wenn sie ein gutes Familienklima haben. Das bedeutet, letztlich müssen die Kinder nicht lesen und schreiben können, wenn ich sie in die Schule schicke, sondern Selbstbewusstsein haben, sich was trauen und letzten Endes in der Lage sein, sich spielerisch Dinge zu erschließen. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Ja. Dankeschön.